Schrank ist verschlossen. Oh, gekritzelt an den Wänden. Blut. In der Flasche. Okay. Na dann mal weiter, oder was? War jetzt nicht so viel los. Hier lang vielleicht. Ein Klavier. Oha. So viel zu, keine Jumpscares. Boah. Mir läuft schon kalt den Nacken runter. Gänsehaut. Aber sowas von. Hier geht's weiter. Nicht. Hier hätte ich auch mehrere Wege nehmen können, so wie es aussieht. Ich rechts, links, oben, unten. Mich entscheiden können. Ich habe mich natürlich für den rechten Weg entschieden. Okay. Da ist was hinter der Tür. Ein Gitter oder so. Kreative Blockade. Ja. Warum auch nicht? Hinter der Wand. Oh. Zugemauert. Oh. Auch auf dieser Seite. Keine Tür mehr. Aber dort. Ein dunkler Gang. Oh nein. Oh nein. Bitte keine Jumpscares. Nicht so viele. Oh, jetzt sind wir in einem Schlafzimmer. Was auch sonst. Okay, hier ist Licht. Licht aus. Licht an. Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht an, aus 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 an. Oha! Tür weggesprengt. Ein schmaler, dunkler Flur. Raus auf die Terrasse oder was? Was passiert hier? Ich will nur zum nächsten Gemälde, da speichern zu können. Ups, hindurch. Zoom-Effekt, Zoom-Effekt, Zoom-Effekt. Ich muss euch doch auch ein bisschen Angst machen. Was für ein schöner Effekt hier mit dieser Taste. Bücher. Die Köln dort aus dem Raum raus. Aha. Geradeaus vielleicht. Die geht nach innen auf. Ja, ein kleiner Stuhl. Ein Gemälde. Idioten. Aha, ein lächelndes Gesicht auf dem Gemälde. Aha, wundervoll. Kleines Andenkenfoto. Also wieder raus, oder was? Können wir hier speichern? Da können wir was anfassen? Ugly. Ein Porträt. Kopfkratz. Das ist doch kein Porträt, ich bitte dich. Blinde Narren. Da hat jemand was in die Wand gekratzt. Also wieder zurück. Hier entlang.
wo es am dunkelsten ist. Ganz genau. Treppenhaus. Vom Geländer stürzen können wir uns nicht. Aha. Auf einmal geht es hier runter. Treppe runter. Um die Ecke. Ich schleiche um die Ecke. Wie viele Räume diese Villa hat. Das ist auch wieder überraschend. Hätte man nicht geglaubt. So viele Räume gibt es in keiner anderen Bude. Wie lange der hier schon durch die Räume irrt, das ist auch wieder was ganz Spezielles. Da klingelt ein Telefon. Oh, wir laufen im Kreis oder was? Oha! Das Telefon. Und weg da. Wir können dem Telefon nicht ausweichen. Da ist es wieder. Nein, wir gehen in die andere Richtung. Das Telefon verfolgt uns. Es klingelt. Ich will aber nicht rangehen. Klinging. Nein, bin ich erreichbar. Ich habe gerade zu tun, ein Horrorspiel zu spielen. Ich bin schon so heiser. Oh. Fällt das Telefon von oben herab? Ja. Kling, kling. Nein, heute nicht. Wir laufen hier im Kreis. Ah, endlich Ausbruch aus dem Kreis. Endlich woanders hin. Restless Memories. Ruheloses Andenken. Ja, genau so. Oha, Junge. Was passiert denn hier? Das sieht aber ganz abenteuerlich aus. Na, holla. Was gibt's hier zu sehen? Oje. Wo sind wir hier hineingeraten? In das ruhelose Andenken. Tür ist versperrt. Na komm. Was gibt's hier? Wieder so ein Raum. Licht. Aha. Hier hindurch. Langer, ewiger Gang. Oh, Schreck. Nur nicht stehen bleiben. Was ist ein Mensch? Sieht fast aus wie eine menschliche Gestalt. Oh Mann. Was passiert hier nur? Ein endloser Flur. Ein endloser Gang. Ein Fahrstuhl. Na, sehr toll. Nach unten? Nein. In die andere Richtung müssen wir uns bewegen. Da passiert nichts.
erstmal die Tür zu machen. Sind wir hier drin gefangen? Na komm, mach zu. Das können wir hier nicht mitfahren. Dem alten Fahrstuhl. So. Den Hebel können wir nicht mehr heben. Okay. Vier Wände hat der Fahrstuhl. Ach nee, da ist die Tür. Etage tiefer. So, hinaus hier. Quatsch nicht durch. Tür. Ein großer leerer Raum. Große leere Räume gibt es hier viele. Ja, sehr gut. Und nun? Sackgasse. Sackgassen gibt es hier keine im Spiel. Es geht immer irgendwo weiter. Auch wenn es relativ unlogisch ist. Irgendwo geht es immer weiter. Das Abenteuer nimmt kein Ende. Die irre Fahrt durch dieses Haus ist nie vorbei. Es hört niemals auf. Im Badezimmer. Ein bisschen baden. Zum Spiegel anschauen. Nein, das Spiegel ist verbleichen. Verblichen. Okay, wieder raus. Da geht's nicht lang, doch da geht's lang. Ich mal durch. Wow, ja. Das einzig Richtige, was man für ein Halloween-Special spielen könnte. Ach ja, da unten geht's nicht, aber da oben geht's auf. In die Vorratskammer. Okay. Hier irgendwas zu finden? Nein. Hier um die Ecke. Hier rum. Immer weiter voran. Ach, den Raum kennen wir schon. Hier eine Wand mit Steinen. Oh, mehrere Türen. Ich gehe mal links. Wenn das Spiel mir erlaubt. Nein, darf ich nicht. Ah, geradeaus geht's. Oha. Licht am Boden. Verschobene Welten. Na. Das Ende des Flurs. Und wieder runter. Auf der Suche nach dem nächsten Gemälde. Nach dem nächsten Checkpoint. Das Speichergemälde. Ist hier ein bisschen länger. Der Weg zum nächsten Gemälde. Hier haben wir wieder ein Klavier. Aha, das Klavier hat alles umgehauen. Können wir nicht mehr lang. Hübsche Musik. Mhm. Oha, okay. Da können wir nicht links. Doch, wir können durch die Uhr durch. Was sonst? Einfach durch die Möbel durch. Wen stört's? Das sind nur feste Gegenstände. Treppe hinauf. Treppe hinauf. Treppe hinauf. Treppe hinauf. Treppe hinauf. Treppe hinauf. Ah. Tür ist verschlossen. Dann halt wieder runter. Treppe hinunter, 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 Treppe hinunter. Dunkelheit. Im
Keller. Ich habe da ein wenig Angst. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Aha. Okay. Wieder zurück in den Flur, zur Treppe. Zur Treppe hinauf. Vielleicht können wir nun hinauf. Treppe 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 hinauf. Genau so. Tür ist nicht mehr versperrt. Und das nächste Gemälde. Na wundervoll. Wir schauen es uns an. Es verändert sich. Zu etwas weiteren seltsamen. Einem weiteren gruseligen Gemälde. Und der Raum verändert sich ebenso. What if you fail? Ja, ich würde mal sagen, in diesem Sinne, da mich nach oben, sollte ich dieses Halloween-Special, dieses Halloween-Video, dieser neue Part von, ja, Layers of Fear Legacy gefallen haben. Lass ihn aber da, wenn ihr neu seid. Und den, ja, den nächsten Part, den wird es hoffentlich nicht so bald geben. Vielleicht nächstes Jahr zu Halloween wieder. Naja, bis was irgendwann in 5-6 Jahren zu Ende haben. Das Let's Play. Ich spiele es wirklich nicht gerne. Es macht mir nur Angst. Zu Halloween kann man es mal machen. Ja. Nein. Machen wir die Tür wieder zu. Nein, keine Lust. Ja, habt ihr noch ein fröhliches Halloween. Happy Halloween. Haut rein. Ciao, ciao. What do we do when we fail? We start over.